Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Jump League hier auf dem Playmenity Server. ich habe jetzt hier mal noch einen Shader reingetan, falls euch das jetzt aufgefallen ist. Also wahrscheinlich ist das euch aufgefallen. Weil ich stehe jetzt einfach wieder Lust auf einen Shader und habe dann halt für die 1.8 noch Forge installiert gerade eben und ja, einen Shader reingetan. Weil ich spiele eigentlich wirklich gerne so mit Shader, aber naja, ich finde halt so PvP ist nicht so gut mit Shader zu spielen, weil das halt schon ein bisschen laggt, so alles. Aber naja, jetzt hier in Jump League geht es und ich muss mal schauen, ob ich das vielleicht dann beim PvP ausmache oder nicht, weil ja, muss ich halt schauen, ob das funktioniert mit PvP oder ob ich dann richtig abkack, so auf Deutsch gesagt, ne, also ob ich dann halt quasi richtig versage. So, okay. Ja, müssen wir dann halt, entscheide ich dann einfach mal spontan. Und, jo, gucken wir erstmal jetzt hier in die Kiste. Jo. So. Checkpoint 4, so. Okay, Speed, ja, ist nicht schlecht, finde ich nicht übel. Wer weiß, wie lange der noch anhält. Oh, oh. Okay, jetzt ist er vorbei. So, ich mache aber... Das ist jetzt hier dieser Jokapic Shader, aber ich glaube, ich mache einfach mal den Nap rein, weil... Ich weiß nicht, der fühlt sich, glaube ich, ein Stück leichter an in der Hand, so. Ich finde, dass generell sich so Shader, sich schwerer anfühlen, als, einfach normaler, aber... Nee, ich tue doch wieder den rein. So. Okay. Ach, der Sprung ist immer... Oh, das ist eine Kiste. Der ist immer blöd, irgendwie. Ah, Mist. Ach, der ist so schwer. Komm, jetzt schaffen wir ihn. Komm! Was? Hä? Okay, was ist jetzt los? Okay, ja. Aber für die 1.8 halt einfach ein Shader ist schon krass. Weil man ja auch einfach generell weniger FPS hat. Und ich wundere, dass meine Nase gerade ein bisschen zu ist. Ich weiß nicht warum. Es ist gerade in dem Moment. Oh, ups. Ist die Allergie wieder in höchstem Grad aktiv bei mir. Nee, lasst euch einfach nicht stören, bitte. Also, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schlimm. So. Den Sprung haben wir auch. Und jetzt hier, heute ist Freitag. Und jetzt ist ja auch in, ja, 3 Tagen beginnt die Schule wieder. Und. Da muss ich halt wieder schauen wegen regelmäßig Videos oder so, weil das muss ich halt schauen, ob ich das irgendwie schaffe. Wahrscheinlich irgendwie nicht, also wahrscheinlich wird es dann halt wieder so sein wie die ganze Zeit zuvor. Dass halt dann die Videos kommen, wenn ich halt dann gerade mal Zeit habe, weil das ist jetzt auch die letzte schwere Phase. Und ja, wenn die dann rum sind, dann eh Sommerferien und dann sind ja 6 Wochen, also da werde ich dann schon Zeit finden. Jo. Und jetzt muss ich mich halt jetzt nochmal so 5 Wochen oder so, oder wie lange halt es noch ist, mal richtig konzentrieren und auf die Schule mich vorbereiten und so weiter. Und dann kommen halt an Wochenenden oder so wieder Videos, wenn dann halt gerade mal Zeit ist. Und mir ist in der letzten Endergames-Folge aufgefallen, dass ich ein bisschen irgendwie übersteuert habe zwischendurch. Also... Das war auch ganz komisch. Da habe ich einfach. Ab und zu war ich einfach mal total laut, zum Beispiel am Anfang oder am Ende irgendwie. Und sonst war es eigentlich dann mal zwischendurch in Ordnung. Also total gut. Also für mich gut. Und ja, weiß auch nicht, woran das dann lag, warum ich da manchmal lauter und leiser war. Ich hoffe, das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall. Ich weiß es natürlich nicht. Und ich glaube, die letzte, also die Endergames-Folge Barbar-Serie da. Da war, ich glaube, da war ich auch irgendwie ein bisschen asynchron. Also ich kam mir so vor, als hätte ich das irgendwie vielleicht ein bisschen, hätte ich das auf ein paar ein bisschen falsch geschnitten oder so. Das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen. Hä? Ich muss aber doch da hoch, oder? Der ist irgendwie ganz komisch, der Sprung so. So, der eine ist auf jeden Fall mal auf Welt 0, sehe ich gerade. Das ist auf jeden Fall, also er hat schon Skill. Okay.
So, und zack. Jawohl. Oh, ups. Okay, noch 3 Minuten. Vielleicht schaffe ich ihn ja mal ganz. Ich habe ihn echt schon lange nicht mehr komplett geschafft. Parcours. Aber ich weiß nicht, was danach für ein Jump'n'Run kommt. Okay, der Sprung ist heftig. Dieser Sprung hier, ey, der ist die Hölle. Hab ihn aber. So. Ach, aber ich habe gar nicht so gute Rüstung dafür, dass ich jetzt Erster bin und so. Finde ich. Okay. Oh nee, oh Gott. Das Jump'n'Run habe ich noch nie geschafft. Noch kein einziges Mal. Das ist so ein Hacker Mindgames YouTube. Alter, das ist. Oh mein Gott. Ich verstehe. Ach, egal. Ich möchte mich nicht mal aufregen. Es ist wirklich so. Ich möchte mich nicht mehr über die Leute aufregen. Die dann meinen, irgendwie. Ich würde nie auf die Idee kommen, einfach so in den Chat zu schreiben, der und der hackt nur, weil er irgendwie weit ist in Jump'n'Run. Das ist doch. Also, Alter. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wie man sowas machen kann. Oh, nein, es war zu weit. Schade. Ja, jetzt ist Equip eigentlich. Wie gesagt, ich vergesse immer das. Den Begleiter oder den. Hey, wer ist Begleiter? Ach Gott, ich. Mein Hirn, Leute, ich bin am Arsch, das merkt ihr doch, oder? Wie ein. Das ist bestimmt alles wegen der Allergie. Nee, also, ich wollte jetzt eigentlich sagen. Was wollte ich sagen? Ach Gott. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich bin so vergesslich, ich weiß nicht, was los ist. Es ist erschreckend, ich sollte vielleicht mal ins Krankenhaus. Ich überlege gerade wirklich, was ich sagen wollte. Ich hab's vergessen, tut mir leid, ich hab keine Ahnung. Nee, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Egal, machen wir einfach mal weiter. Zack, nein, oh, Mist. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Aber naja, wir sind ja eigentlich schon relativ weit gekommen. Unser Equip ist auch relativ gut. Artikel heißt das Wort. Nicht Begleiter. Artikel. Begleiter war Grundschule. Artikel sollte man jetzt heutzutage verwenden. So, jetzt habe ich's. Artikel. Also der Artikel zum Beispiel bei dem Equip, weil ich habe ja die ganze Zeit gesagt. Genau, sowas. Ich sag die ganze Zeit, Equip ist gut. Und es klingt ja nicht wirklich deutsch, sondern das heißt eigentlich ja, da unser Equip ist gut oder mein Equip ist gut oder das Equip ist gut. Aber nicht einfach nur Equip ist gut, weil das ist ein bisschen, naja, ausländisch. Okay. Jetzt werden wir reingepottet, okay. Hey, wie seid ihr so krass gutes Equip? Okay, hallo. Okay, also ich glaube. Hex, ich wusste einfach, während der Combo wusste ich schon, ich werde als Hacker beleidigt. Ich wusste es während der Combo. Ey, das ist. Aber irgendwie, es leckt gerade auch irgendwie richtig hart. Ich weiß nicht, ob ich den über den anderen Shader oder ob ich generell den raustun sollte. Also, ich finde, es fühlt sich gerade alles ein wenig unflüssig an. Ich tue jetzt mal mit dem hier probieren. So. Obwohl er eigentlich richtig schön ist, ich fand ihn richtig schön in London. Hex. Boah, ey. Wer hat das überhaupt mal eingeführt, dass man immer Hex schreibt, wenn jemand eine Combo rausdrückt? Man merkt doch eigentlich. Ich möchte mich nicht in jeder Aufnahme darüber beschweren, dass ich irgendwo als Hacker beleidigt werde. Und mich dann in jeder Aufnahme jedes Mal rechtfertigen muss. Da hab ich irgendwie gar keine Lust drauf. Versteht ihr das? Also. Ich meine, das geht euch ja bestimmt auch so, also. Ja, also ich finde es blöd. Ich möchte es nicht machen. Und ist er wieder. So, ich bin tot und. Wie soll ich jetzt gehackt haben? Ich weiß nicht, Alter. In jeder Aufnahme, ey. Wirklich, ist fast in jeder. Was ist denn hier überhaupt mit diesen Schatten da los? Soll es so sein, oder? Ey, es ist doch wirklich. Ich möchte mich da nicht mehr rechtfertigen, ich möchte es nicht mehr, weil man merkt doch eigentlich den Unterschied zwischen Hex und Kombos, oder merkt man das nicht, ich weiß nicht.
verstehe nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Ah, Moment, ich habe einen Tracker, wieso? Hä, wo ist denn der? Da oben. Ist der da oben? Nee. Hä? Ah, das ist ein Spieler. Oh Gott, das ist so dunkel. Das habe ich gar nicht gesehen jetzt. Ja, gut. Oh, der Rod. Sehr schön. Nein. Das war schon der letzte. Ich schreibe jetzt zwar GG, aber es wird entweder jetzt wieder was kommen. Oder es halt kommt noch nichts. Oh. Ja, es war eigentlich kein GG. Ich wurde die ganze Zeit. Ja. Ja. Ja, es ist klar, ne? Weil das, ich habe echt keinen Bock mehr auf Minecraft. Wenn es immer, es ist immer dasselbe. Wirklich, ey. Es ist immer dasselbe. Oh mein Gott. Was soll sowas? Ich frage mich, was sowas soll, wirklich, ey. Egal. Ich weiß, in jeder verschissene Aufnahme. Naja, egal. Also ich hoffe, dass euch die Runde trotzdem gefallen hat. Ihr wisst ja, dass ich nicht hacke. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Und bis dann. Tschüss.